Vielleicht eine Begriffdefinition. Es wird ja oft immer von Telesibirsk geredet mit Eschborn. Warum hieß das so? Können Sie das noch mal kurz erläutern? Ja, das war das Erscheinungsbild mit den alten Baracken. Und da muss ich sagen, also die sahen weder außen noch innen, waren die irgendwie verfallen. Das waren zwar gebrauchte Baracken, die waren aber stabil, die waren beheizbar. Es war eigentlich alles zwar einfach, aber nicht kaputt oder demoliert. Und von Schlamm war höchstens am Anfang die Rede. Man hat dann das ganze Gelände, wo also Wege waren, mit Eisenbahnschwellen ausgelegt, sodass man auch bei Regenwetter verhältnismäßig trockenen Fußes durchs Gelände kommen konnte. Und wenn Sie beim Pförtner vorbeigegangen sind, dann ist man erst mal durch alle Baracken gegangen, bis man ins Studio gekommen ist. Also man musste da gar nicht durchs Freie gehen. Und es war vielleicht für einige die Außenübertragung, die in einer großen Halle untergebracht war, das Kopierwerk und die Entwicklung war in einem anderen Gebäude, die mussten auch übers Freie gehen. Aber wir im Studio waren immer trockenen Fußes vom Pförtner bis ins Studio. Das sah von außen sah das recht armselig aus, aber innen war alles tipptopp.